Ein 6-jähriger Junge ist in einem Schwimmbad in Korntal, München, ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei der tragische Vorfall am Donnerstag vergangener Woche während der Betreuung im Rahmen der Jugendhilfe passiert. Das Unglück ereignete sich im Schwimmbad der Johannes-Kohlen-Schule, einer Einrichtung der Jugendhilfe Korntal. Träger der Jugendhilfe ist die Diakonie der evangelischen Brüdergemeinde Korntal. Der Schüler der Johannes-Kohlen-Schule war laut dem Sprecher der Brüdergemeinde gemeinsam mit 14 anderen Kindern und 6 Aufsichtspersonen im Schwimmbad. Der Vorfall ereignete sich demnach nach dem Unterricht, aber im Rahmen der Schulbetreuung. Das Kind habe sich im Nichtschwimmerbecken aufgehalten, als es plötzlich weggekippt sei und daraufhin regungslos im Wasser trieb. Die von ErsthelferInnen eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen wurden laut der Polizei vom Rettungsdienst fortgesetzt. Der Erstklässler wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht, wo er jedoch verstarb. Die Umstände des Todes sind nach Polizeiangaben unklar. Auch eine Obduktion hatte laut der Polizei am Montag keine eindeutige Todesursache ergeben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg dauern daher an. Erst vor kurzem verstarb ein 5-jähriges Mädchen bei einem Badeunfall in Albstadt im Zollernalbkreis. Ein Badegast entdeckte das leblose Kind am Boden eines Schwimmbeckens. Reanimationsversuche scheiterten. Das Mädchen verstarb am vergangenen Dienstag in einem Krankenhaus. Gegen die Mutter wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Vernachlässigung ihrer Aufsichtspflicht eingeleitet. Wie genau sich das Unglück ereignete, war bis zuletzt unklar.